zusammen und auch ein herzliches Willkommen von mir bzw. von uns. Ich würde gerne erstmal unser Team vorstellen. Wir vertreten heute nämlich zwei Teams hier. Wir haben einmal die Jada, die Susanne und mich, also die Jada als Referenten, die Susanne und mich als studentische Mitarbeiterinnen aus dem NeoHub-Team und die Leonie als Projektleitung aus dem i.o-Team. Wir, das NeoHub-Team, sind ein Teilprojekt des NeoCampus der Zukunft und unser Ziel ist es, die Studierenden als Impuls- und Ideengeberinnen aktiv in die Gestaltung des Campus der Zukunft einzubinden. Neben dem NeoHub-Team haben wir auch noch andere Teilprojekte im NEO, und zwar NeoSkills. Die zielen halt darauf ab, dass die digitale Studierfähigkeit gefördert wird. Dann NeoAgile, um neue Lehr- und Lernszenarien zu entwickeln, und das NeoLab, um hybride Labore aufzubauen. Und gemeinsam streben wir eben danach, einen lebendigen und hybriden Campus zu schaffen. Das i.o-Team steht für digitales, kompetenzorientiertes Prüfen implementieren. Es ist ein Verbundprojekt aus 9 bayerischen Hochschulen, das darauf abzielt, die Hochschullehre durch Digitalisierung zu stärken. Das Hauptziel des i.o ist es, Kompetenzbelege für lebenslanges Lernen und aber auch Good Practices für digitales, kompetenzorientiertes Prüfen zu entwickeln. Dabei konzentrieren sie sich auf 3 Innovationsfelder: die Kompetenzorientierung, die Haltung der Studierenden und Lehrenden zu Prüfungen und die Prüfungssysteme für eben chancengleiche, rechtliche und technisch sichere, skalierbare Prüfungen. In beiden Projekten ist jetzt die studentische Beteiligung eine Querschnittsmaßnahme, und daher haben wir auch in beiden Projekten bereits Beteiligungsformate durchgeführt und auch zahlreiche Erkenntnisse daraus gewonnen. Unter anderem zum Beispiel bei der Partywoche. Also die Partywoche ist die Woche der Partizipation, und da haben wir beispielsweise eine Zukunftswerkstatt angeboten, in der Studierende ihre Ideen und Gedanken zum verbesserten Zusammenspiel von Online- und Präsenzlehre einbringen konnten. Außerdem fand da auch ein Ateliergespräch mit dem Vizepräsidenten für Lehre statt, und da hatten halt eben Studierende einfach die Möglichkeit, einen direkten Kontakt zum Vizepräsidenten für Lehre zu haben und konnten dort eben ihre Fragen, ihre Ideen loswerden. Hier haben wir dann echt wertvolle Beiträge und Ideen sammeln können, aber dennoch haben wir festgestellt, dass wir trotz Werbung und Marketing über verschiedene Kanäle, also sei es Instagram, sei es über die Webseite, sei es über Rundmails oder auch Plakatwerbung im gesamten Campus, haben wir halt eben nicht so viele Studierende erreichen können, wie wir erhofft hatten. Und daraus entstand dann das Format Nespresso. Nespresso ist ein Format, bei dem alle Hochschulangehörigen, also sei es Studierende, Lehrende oder auch Mitarbeitende, ohne Anmeldung an unserem Stand vorbeikommen konnten. Und da haben wir uns eben an gut frequentierten Stellen auf dem gesamten Campus positioniert. Und alle Hochschulangehörige konnten ihre Meinungen zu bestimmten Fragestellungen äußern, Feedback geben oder eben gemeinsam eine Vision entwickeln. Dieses Format haben wir dann auch tatsächlich oft durchgeführt, und zwar an verschiedenen Standorten unseres Campus, aber auch zu verschiedenen Fragestellungen. Außerdem hatten wir auch noch das Beteiligungsformat Sounding Board, wo wir ebenfalls Feedback von Studierenden und Lehrenden einholen konnten. Aber heute möchten wir euch ein ganz besonderes Beteiligungsformat vorstellen, nämlich die Planungszelle. Genau, das stelle ich euch jetzt mal vor, weil die Planungszelle ist eigentlich ein Format, was aus der Bürgerbeteiligung kommt. Und es wurde in den 1970er Jahren von dem Soziologen Peter Dienel entwickelt. Dabei hat man eine Gruppe von meist zufällig ausgewählten BürgerInnen, die eben von bestimmten Veränderungsprozessen betroffen sind, und die werden dann für einen Tag, wo sie an der Planungszelle teilnehmen, von ihren alltäglichen Pflichten freigestellt und auch für die Teilnahme an der Planungszelle vergütet. In der Planungszelle selbst erarbeiten sie dann in Kleingruppenarbeit Lösungen für vorgegebene lösbare Planungsprobleme. Das heißt, es werden zu ganz bestimmten Fragestellungen konkrete Handlungsempfehlungen wirklich erarbeitet und die dann am Ende der Gruppenarbeitsphase auch noch gerankt quasi mit Bepunktung. Und am Ende des ganzen Prozesses steht dann so ein Gutachten, was an die auftraggebende Stelle übermittelt wird.
Genau, warum haben wir uns jetzt gedacht, wir nehmen uns ein Format aus der Bürgerbeteiligung und übertragen das in den Hochschulkontext? Also so der Grundgedanke war, okay, die Studierenden sind die, die von der Prüfungskultur vor allem betroffen sind und die sollten die auch mitgestalten können. Die Planungszelle haben wir gewählt, weil das Format genug Zeit bietet, um wirklich auch ein bisschen tiefer über Themen zu diskutieren und man eben ganz bestimmte Handlungsempfehlungen am Ende rausbekommt, die auch nochmal eine Reihenfolge haben, was ist den Studierenden am wichtigsten. Und wir haben vor allem am Ende ein Gutachten, was wir der auftraggebenden Stelle übergeben können. Warum haben wir das Ganze jetzt gemacht? Also wir haben, glaube ich, alle in der Corona-Pandemie festgestellt, dass das mit digitalen Prüfungen und Online-Prüfungen noch nicht so rund läuft. Und auch von Studierendenseite gibt es da ja zahlreiche Anmerkungen, wie das noch verbessert werden kann. Das wollten wir zum einen mit aufnehmen und natürlich auch gerade die ganze Diskussion um generative KI, so im Allgemeinen und vor allem ChatGPT im Speziellen, was natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf bestimmte Prüfungsformen hat und wie die vielleicht angepasst werden sollten. Genau. Dann gab es auch noch den Auftrag von unserem Vizepräsidenten der Lehre, dem Klaus Greulich, der das Thema für wichtig hält, und natürlich die Workshop-Reihe des HFD, was die Wichtigkeit auch nochmal unterstreicht und uns dann auch nochmal inspiriert hat, das durchzuführen. Dann komme ich mal so zu den Planungsphasen der Planungszelle. Also ganz kurz nochmal zu unserer Aufteilung im Team. In der Vorbereitungs- und Nachbereitungsphase haben wir alle zusammengearbeitet und bei der Durchführungsphase war es dann so, dass Jada und ich das Ganze moderiert haben und Melissa und Leonie als Co-Prozessbegleiterinnen vor allem die Gruppenarbeiten unterstützt haben. Und genau, also in der Vorbereitungsphase war es natürlich erstmal so, dass wir erstmal das Konzept und die Inhalte erstellt haben gemeinsam. Und die Studierenden dann zur Planungszelle eingeladen haben. Das ist bei uns vor allem über die Rundmail passiert der Hochschule und auch über Social-Media-Kanäle. Und natürlich mussten auch die Expertinnen für die Vorträge, die wir vor jeder Arbeitseinheit dann gehalten haben, akquiriert werden und die Inhalte mit denen abgesprochen werden. Dann bei der Durchführungsphase, also erstmal, es haben sich 25 Studierende angemeldet für die Planungszelle. Und das war wirklich eine diverse Gruppe von den unterschiedlichsten Fakultäten, auch ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Also es war sehr interessant, wer sich da alles angemeldet hat. Und das Ganze wurde dann am 19.10.23 durchgeführt, von 9 bis 16 Uhr. Also es war auch wirklich eine Ganztagsveranstaltung in Präsenz. Und die haben wir erstmal mit einer Begrüßung und Einleitung, wo wir so ein bisschen den Ablauf erklärt haben, begonnen. Danach folgten die vier Arbeitseinheiten, das stelle ich gleich nochmal ein bisschen genauer vor, und dann die Besprechung der Ergebnisse auch mit dem Vizepräsidenten der Lehre. Genau, das Ganze wurde von der Prozessbegleitung unterstützt und war eine ganz erfolgreiche Veranstaltung eigentlich. In der Nachbereitungsphase ging es dann vor allem um die Erstellung des Gutachtens. Das haben erstmal die ProzessbegleiterInnen im ersten Schritt übernommen, aber das wurde dann auch nochmal mit den Studierenden, die an der Planungszelle teilgenommen haben, nochmal angeschaut, überarbeitet, und die hatten dann auch nochmal die Möglichkeit, da Änderungen vorzunehmen und Anmerkungen zu machen. Genau, und dann haben wir das Gutachten an die auftraggebende Stelle übergeben. Jetzt nochmal ein bisschen genauer zur Durchführungsphase, damit man vielleicht eine bessere Vorstellung vom Ablauf der einzelnen Arbeitseinheiten bekommt. Also wir haben jede Arbeitseinheit mit einem Impulsvortrag gestartet. Da gab es zum Beispiel erstmal eine Einführung in das Thema Prüfen, dann die Arbeitseinheit digitale Prüfung, dann die Studierendenzentrierung und als letztes noch eine Arbeitseinheit zur Innovation und Prüfen, wo dann das ganze KI-Thema mit drin war. Nach den Expertinnenvorträgen, die so ungefähr 15 Minuten gedauert haben, sind wir in die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen in die Gruppenarbeitsphase gegangen. Da wurden dann 2 bis 3 Fragestellungen pro Arbeitseinheit von so 5 bis 6 Teilnehmenden pro Gruppe bearbeitet und eben durch die ProzessbegleiterInnen unterstützt. Genau, und am Ende haben die Studierenden dann noch ihre Ergebnisse vorgestellt. Wir haben die zusammen gebündelt an Pinnwänden und am Ende noch bepunktet, damit wir sehen, okay, was ist am wichtigsten. Genau. Und jetzt komme ich quasi zur Nachbereitungsphase, wo es dann um das Studierendengutachten geht. Da habe ich ja gerade schon kurz erzählt, wie das entstanden ist. Das gibt es inzwischen einmal als Printfassung quasi, aber auch auf unserer Webseite der Hochschule München oder über den QR-Code, den ihr hier seht, genau zu lesen. Dann mache ich weiter. Und zwar hat uns
dann im Nachgang natürlich auch interessiert, was denn eigentlich die Studierenden gesagt haben. Also wie ist denn eigentlich unsere Planungszelle angekommen? Und wir haben natürlich mündliches Feedback uns eingeholt. Wir wollten aber auch den Studierenden die Möglichkeit geben, anonym im Nachgang uns noch Rückmeldungen zu geben. Und genau, wir haben dann eine summative, wirkungsfeststellende Evaluation durchgeführt. Diese diente der Erfassung der Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Planungszelle, der Wirkung der Planungszelle bezüglich Partizipation sowie förderlicher Faktoren für die Planungszellenumsetzung. Die Datenerhebung haben wir mittels eines Online-Fragebogens gemacht, der von den Teilnehmenden am Ende oder im Nachgang der Planungszelle ausgefüllt werden konnte. Und insgesamt haben 14 von 25 Studierenden an der Befragung teilgenommen, also 56%. Und was jetzt noch wichtig ist dann für die Evaluationsergebnisse, wir haben Skalenfragen eingesetzt und hier haben wir entweder eine 6-stufige Rating-Skala mit den Polen von Stimme überhaupt nicht zu, Bestimme völlig zu genutzt oder eine 11-stufige Rating-Skala mit den Polen von äußerst unwahrscheinlich bis äußerst wahrscheinlich. Ja, zu den Evaluationsergebnissen ist immer ein bisschen trocken, aber trotzdem für uns sehr wichtige Daten. Zur Zufriedenheit ergibt sich, dass die Planungszelle den Studierenden überwiegend Spaß gemacht hat und die Weiterempfehlungsbereitschaft der Studierenden auch mit einem Mittelwert von 8,1 deutlich über dem Skalenmittelwert liegt. Also hier auch eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft vorhanden ist. In Bezug auf partizipationsbezogene Wirkungen in der Planungszelle zeigen die Mittelwerte, dass die Befragungsteilnehmenden überwiegend das Gefühl hatten, dass ihre Meinung in der Planungszelle beachtet wird, dass die Relevanz von Partizipation sich für die Studierenden im Mittel überwiegend erhöht hat und sie auch überwiegend daran interessiert sind, zukünftig an der Gestaltung des Hochschullebens mitzuwirken. In Bezug auf die förderlichen Faktoren für die Umsetzung, hier lagen uns insgesamt 16 Aussagen von 12 der 14 Teilnehmenden vor. Also hier waren es dann die offenen Fragen, die wir ausgewertet haben. Und aus den Antworten zu persönlichen Teilnahmemotivatoren an der Planungszelle und zu positiv wahrgenommenen Aspekten in der Durchführung haben wir dann förderliche Faktoren für die Umsetzung ableiten können. Ja, was ist denn ein Teilnahmemotivator für Studierende? Das ist vor allem, dass Mitwirkungsmöglichkeiten geschaffen werden, dass ein relevantes Thema gewählt wird, wie in unserem Fall jetzt die Zukunft des Prüfens, was wirklich alle Studierenden betrifft, dass Incentives angeboten werden. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man auch diese ganze Zeit aufwendet, ohne was dafür zu bekommen, also auch Verpflegung, Aufwandsentschädigung, Bescheinigungen etc. In Bezug auf die Durchführung sind förderliche Faktoren auf jeden Fall eine gute Atmosphäre und eine gute Kommunikationsgrundlage zu schaffen, dass der Ablauf strukturiert und zeitlich gut getaktet ist und auch, dass ein interessantes Format gewählt wird. In unserem Fall auch die Planungszelle, auch ein Format, was sicherlich nicht so viele vorab kannten und deswegen einfach auch was Neues, Aufregendes. Dann haben wir Studierenden noch gefragt, wie sollen denn Beteiligungsformate optimal gestaltet sein? Hier ist rausgekommen, dass diese überwiegend mit Anmeldung sein sollten. Die Teilnehmenden sollten überwiegend die ganze Zeit mit dabei sein. Es sollte eher als kurzfristige Beteiligungsmöglichkeit gestaltet sein, eher zu spezifischen Themen und eher für Gruppen. Und ja, was können wir jetzt auch so sagen anhand der Ergebnisse? Auch wenn es sich jetzt hier um Selbsteinschätzungen von wenigen Studierenden handelt, dann haben die Ergebnisse für uns schon erste partizipationsbezogene Wirkungen dargelegt, welche wir halt auch im mündlichen Feedback wahrgenommen haben. Und das uns natürlich auch sehr, sehr weiterhilft, das Format weiterzuentwickeln.
Genau, zu guter Letzt würden wir jetzt noch aus unterschiedlichen Perspektiven ein Fazit aus studentischer Sicht kann ich sagen, dass in der Planungszelle die Studierenden die Möglichkeit hatten, Dinge zu sagen, die sie ihr ganzes Lebensstudium über bewegt, ihr ganzes Studium über bewegt haben. Das hat nämlich eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer der Planungszelle so gesagt, und das habe ich auch als Co-Prozessbegleiterin in den Gruppen so wahrgenommen, denn in den Gruppen wurde immer ganz heiß diskutiert und die hatten alle ziemlich viel zu sagen. Genau, was ich aus studentischer Sicht auch noch als Fazit ziehen kann, ist, dass die Input-Vorträge wahnsinnig wichtig waren, weil an sich hat man als Studierende oder als Studierende ja jetzt an der Hochschule erstmal nichts mit dem Thema Prüfen zu tun. Also klar, man schreibt Prüfungen, aber man weiß jetzt nicht die ganzen Prozesse, wie wird es geplant, wie wird es bewilligt, wie kann man sich einbringen vor allem auch. Und ja, das fand ich wahnsinnig wichtig, dass es da erstmal so einen Input gibt, der alle ein bisschen auf den gleichen Stand bringt und ja, man da noch was dazulernt. Genau, zu guter Letzt, aus organisatorischer Sicht, es war ein enormer Aufwand, das darf man auch jetzt hier nicht kleinreden und nicht unterschätzen, wir haben wahnsinnig viel Zeit reingesteckt, aber es hat sich für uns und auch von dem, was wir in Rückmeldung bekommen haben, auf jeden Fall gelohnt und wir haben einfach dieses Endprodukt jetzt in der Hand und ich habe auch schon ein paar Fragen im Chat gesehen, die darauf abzielen, es ist einfach ein Format jetzt auch, wir haben eine Argumentationsgrundlage, wir haben dieses Gutachten, wir haben da Dinge festgehalten, festgeschrieben und das macht es auch einfacher, sich immer wieder darauf zu berufen, dass wir diese Dinge halt auch versuchen müssen umzusetzen, die wir da natürlich jetzt auch drin haben und deswegen also abschließend für uns war es auf jeden Fall ein Erfolg.